Bei mir ist jetzt Joel Fröhlicher vom ERC Olten. Gratulation zu diesem Sieg. Es war ein wichtiger Sieg für euch. Wie hast du das Spiel so erlebt? Ja, es war sehr wichtig. Ich denke, wir haben eigentlich gut angefangen. Wir haben eigentlich sehr viel Druck gemacht. Wir haben nachher ein bisschen gegen den Spielverlauf Goal bekommen. Aber es ist, ich denke, wir hatten ein gutes Gefühl und haben nicht aufgegeben und haben probiert, die Scheibe auch reinzuwirken und die Scheibe vor das Goal zu bringen, was uns schlussendlich auch gelungen ist. Aber du hast es angesprochen, sie sind eigentlich recht gut gestartet, haben gedruckt auf das 1-0, nachher ist man aber gleich nach 20 Minuten 3-1 hinten gewesen. Der zweite, dritte ist dann viel besser gewesen, wir können 4 Goal erzielen in einer kurzen Zeit. Was haben wir da besprochen in der Pause? Ja, aber wie gesagt, also wir haben eigentlich gut gespielt, wir sind einfach ein bisschen, ja, es waren auch recht unglückliche Schüsse drunter gewesen. Und wir haben gesagt, einfach so weiterfahren, ohne Selbstvertrauen verlieren und halt noch mehr vor das Goal und noch mehr schiessen. Und das haben wir dann umgesetzt. Was hat man besser gemacht in diesem Spiel als noch am Sonntag? Ich denke, wir haben viel mehr Druck aufs Goal entwickelt. Eben, wir haben ein, zwei Spieler regelmässig vor dem Goal gestanden. Wir haben von oben abgeschossen und ich denke, einfach im heutigen Hockey machst du fast nur noch so Goal. Jetzt hat man das Heimrecht zurückgeholt, jetzt sollte man es wieder bestätigen, daheim. Wie kann man das bestätigen? Ja, ich denke, gerade wieder dem Spiel anknüpfen, das wir heute gemacht haben. Gar nichts ändern und eben nicht wollen irgendwie da wieder auf künsteln, schnörkelloses, geradliniges Hockey, wie wir eigentlich heute haben gezeigt.